Brasilien ist das Land mit den meisten portugiesischen Sprechern der Welt. Doch um ein Haar würde die Situation heute vollständig anders aussehen. Denn obwohl die Portugiesen bereits früh ihre kolonialen Ambitionen erklärten, trafen sie auf einen mächtigen Gegenspieler, die Niederländer. Auch diese galten als äußerst geschickte Seemacht, die nach immer mehr Land in der neuen Welt gierte. Und so kam es, dass auch die Niederländer immer größere Teile Brasiliens in Besitz nahmen. Es begann ein wahrer Wettlauf um das Land im Amazonas, der in einem finalen Showdown enden sollte. Doch warum kamen die Niederländer überhaupt nach Brasilien? Und wie schafften es die Portugiesen, sich durchzusetzen und eine der größten Kolonien der Welt zu schaffen? All diese Fragen schauen wir uns im heutigen Video an. Viel Spaß! Die Ankunft der Niederländer wurde zu großen Teilen von den Spaniern begünstigt. Denn bis ins 16. Jahrhundert waren die Niederlande selbst ja ein Teil des spanischen Habsburgerreichs. Dadurch kamen sie bereits früh mit den Kolonien in Übersee in Kontakt und entwickelten sich ebenfalls zu einer respektablen Seemacht. Denn im Geheimen bereiteten die sieben Provinzen, wie die Niederlande damals bezeichnet wurde, bereits die Abspaltung vom Mutterland vor. Es begann ein Krieg, der insgesamt 80 Jahre dauern sollte und in dem sie sich final ihre Unabhängigkeit erkämpfen konnten. Doch bereits während des Krieges begannen die Niederländer auch ihre kolonialen Interessen durchzusetzen, um sich als eine der europäischen Großmächte zu etablieren. Ein wichtiger Meilenstein dabei war die Gründung der Westindien-Kompanie. Diese Handelskompanie erhielt von Amsterdam ein exklusives Monopol für den Handel in Westafrika und Amerika, später auch Asien. Das System lief dabei wie folgt ab. Die Westindien-Kompanie baute in der neuen Welt Handelsposten auf, kaufte schließlich immer mehr Land und die niederländische Regierung stellte dies später unter ihren Schutz und wandelte es in Kolonien um. Und dieses System war äußerst erfolgreich. Nicht nur entstanden so Kolonien in Ländern wie Ghana, Sri Lanka oder New Amsterdam, das heutige New York, zunehmend griffen die Niederländer auch nach Südamerika, das damals exklusiv von Spaniern und Portugiesen regiert wurde. Und so erreichte die Westindien-Kompanie im Jahr 1621 Brasilien. Während sie zunächst hauptsächlich Raubzüge auf bestehende portugiesische Handelsposten organisierte, begann sie schließlich auch mit der Landnahme. Besonders der Norden Brasiliens, der bekannt war für seine lukrative Zuckerproduktion, hat es ihr dabei besonders angetan. Denn wir dürfen nicht vergessen, die Niederländer waren zu dieser Zeit immer noch in den 80-jährigen Krieg mit Spanien verwickelt und der Besitz von brasilianischem Zucker versprach nicht nur finanzielle Gewinne für die Kompanie, sondern könnte auch dazu beitragen, die Position der Niederlande im Krieg stark zu verbessern. Und so agierten sie in Brasilien äußerst expansiv. Denn während die Westindien-Kompanie bereits einige Küstenstreifen im Norden an sich reißen konnte, schickte auch die niederländische Regierung jetzt immer mehr Truppen nach Südamerika. Es gab dabei ein zentrales Ziel, die Eroberung der Hauptstadt des portugiesischen Brasiliens, Salvador da Bahia. Und so erreichte eine Expeditionsarmee von 26 Schiffen, 450 Kanonen und 3300 Mann die Küste einige Meilen von der Hauptstadt entfernt. In nur wenigen Stunden wurde die gesamte Stadt umstellt und der portugiesische Gouverneur ergab sich. Die Stadt war nun also niederländisch. Doch die Eroberung sollte nur von kurzer Dauer sein. Bereits ein Jahr später tauchten die Portugiesen mit einer deutlich größeren Flotte vor der Küste Salvadors auf und zwangen die Niederländer zur Kapitulation. Ein langer Kampf um die Vorherrschaft in Brasilien, der sogenannte Niederländisch-Portugiesische Krieg, hatte begonnen. Denn die Niederländer legten gerade erst so richtig los. Kurze Zeit später schickten sie einen ihrer fähigsten Admiräle in die neue Welt, Hendrik Long. Dieser hatte sich bereits in zahlreichen Schlachten mit den Spaniern bewiesen und er sollte nun sein Können auch in der neuen Welt beweisen. Er landete mit einer neuen Expeditionsarmee von 67 Schiffen, über 1000 Kanonen und 7000 Mann vor der Küste Brasiliens. Ziel war dieses Mal aber nicht die Stadt Salvador, sondern die nördlicheren Regionen, besonders Pernambuco. Dieses galt damals als das größte und reichste Zuckeranbaugebiet der Welt. Das Interesse war also geweckt und dieses Mal war die Expedition auch dauerhaft erfolgreich. Die Provinz Pernambuco konnte in relativ kurzer Zeit vollständig erobert werden. Finanziert wurden die Eroberungen dabei übrigens durch regelmäßige Überfälle auf die spanische Silberflotte. Denn zweimal im Jahr übernahmen die Spanier gewaltige Transportfahrten, um alle Rohstoffe aus der neuen Welt in die Heimat zu transportieren. Und es gab wohl keine größeren Gewinne als die Eroberung einiger dieser Schiffe. Die Männer der Westindien-Kompanie agierten also lange Zeit als staatlich finanzierte Piraten. Und durch die Reichtümer wuchs auch die Kolonie Neuholland immer weiter. 1636 wurde schließlich Johann Moritz, Fürst von Nassau-Siegen, zum Generalgouverneur von Niederländisch-Brasilien ernannt. Er gründete Mauritsstadt, das heutige Recife, als Hauptstadt seines Reiches. Von dort aus wurde das Zuckerrohr zurück in die Heimat transportiert und die Stadt diente auch als Ausgangspunkt für die weiteren Eroberungen. Denn die Niederländer gaben sich noch lange nicht zufrieden.
Sie nahmen nun auch andere Regionen Südamerikas ein, zum Beispiel das heutige Guyana und Surinam, das bis ins späte 20. Jahrhundert niederländische Kolonie bleiben sollte. Und auch weiter südlich, um die Städte Rio de Janeiro und Sao Paulo, kam es immer wieder zu Überfällen. Die Städte wurden aber zu gut von den Portugiesen bewacht. Und so sah die Karte Südamerikas um das Jahr 1650 ungefähr so aus. Spanien hatte sich über fast die gesamte Westküste des Kontinents ausgebreitet, während die Ostküste zwischen Portugiesen und Niederländern aufgeteilt war. Doch es war für beide Letzteren klar, dass es nur eine dauerhafte Kolonialmacht an der Ostküste geben könnte. Und so rüsteten beide für einen neuen, finalen Krieg. Wie wir gut erkennen, breiteten sich die Portugiesen dabei relativ zügig in Richtung Amazonas aus, um die Niederländer von einem tieferen Vordringen abzuhalten und eine Vereinigung der nördlichen und südlichen Kolonie zu verhindern. Und die Portugiesen starteten nun ihrerseits immer wieder Überfälle auf die feindlichen Territorien. Doch auch die Niederländer waren nicht untätig. Sie schafften es zwischenzeitlich, eine Seeblockade um Lissabon zu errichten, um das Mutterland von seinen Kolonien abzuschneiden. Und in Brasilien entschieden sich immer mehr Siedler für niederländisch besetztes Land gegenüber portugiesisch kontrolliertem Land. Denn die Niederländer galten bereits damals als äußerst liberal und boten Religionsfreiheit und Sicherheit des Eigentums. Doch sie hatten sich auch neue Feinde gemacht. Die Briten. Da es nun immer wieder zu gegenseitigen Kaperfahrten kam, trafen beide Flotten nun immer häufiger aufeinander und es kam zum ersten englisch-niederländischen Krieg. Diesen konnte England schließlich gewinnen und die Niederländer dabei stark schwächen. Die Portugiesen, ein enger Verbündeter der Engländer, schafften es gleichzeitig, einen entscheidenden Sieg in Angola zu erringen. Von dort rekrutierten die Niederländer einen Großteil ihrer Sklaven und ohne die afrikanischen Sklaven konnte Neuholland nicht lange überleben. Die Portugiesen setzten nun also alle Hebel in Kraft, um den Niederländern ein für alle Mal Brasilien zu entreißen. Sie bewaffneten die portugiesischen Bürger, die zuvor in großen Scharen zum Feind übergetreten waren. Denn diese waren mittlerweile unzufrieden, da sie von den geschwächten Niederländern nur noch unzureichend versorgt wurden. Und ohne die Sklaven aus Angola stand die Kolonie vor dem Kollaps. Es brach eine offene Revolte in ganz Pernambuco aus, wobei die Niederländer zunehmend die Kontrolle verloren. Schließlich versammelten sich alle verbleibenden niederländischen Streitkräfte in der Hauptstadt für die finale Schlacht. Es kam zu heftigen Kämpfen über mehrere Tage, doch schließlich drangen die Portugiesen in die Stadt ein und die verbliebenen Niederländer wurden aus Brasilien verbannt. Neuholland war Geschichte und die Niederländer überließen im anschließenden Friedensvertrag den Portugiesen ganz Brasilien. Portugal verpflichtete sich im Gegenzug, 8 Millionen niederländische Gulden als Entschädigung zu zahlen und es erkannte auch die niederländische Herrschaft über einige Gebiete in Asien an. Denn die Westindien-Kompanie hatte sich in der Zwischenzeit schon in neue Regionen vorgewagt und sie entwickelte sich immer mehr zu einer Ostindien-Kompanie. Ehemalige portugiesische Kolonien wie Ceylon, das heutige Sri Lanka, fielen so nach und nach an die Niederländer. Und auch in Südostasien, besonders im heutigen Indonesien, breiteten sie sich immer weiter aus. Und so sollte es auch dort schon bald zu einem neuen niederländisch-portugiesischen Krieg kommen. Brasilien war aber auf jeden Fall Geschichte und die Portugiesen konnten in den nächsten Jahrzehnten das ganze Land unter ihre Kontrolle bringen. So wurde Portugiesisch zur Weltsprache und ist heute die Muttersprache von fast 200 Millionen Brasilianern. Doch was blieb übrig von den Niederländern? Besonders in Recife findet man bis heute niederländische Gebäude und Straßen. Und obwohl Portugiesisch die vorherrschende Sprache in Brasilien ist, gibt es einige niederländische Wörter und Ausdrücke, die in die brasilianische Umgangssprache aufgenommen wurden. Insgesamt schätzt man auch, dass heute ca. 1 Million Brasilianer von den Niederländern abstammen. Und in einigen Großstädten im Norden gibt es ganze niederländische Viertel. So, das war's mit dem Video. Wenn ihr euch jetzt noch dafür interessiert, warum Brasilien eine Millionenstadt mitten im Amazonas gebaut hat, dann kann ich euch noch sehr dieses Video empfehlen. Klickt einfach hier, viel Spaß dabei und ich sag, ciao!